das, meine Freunde. Es ist Zeit für The Band Newsbox. Nein, Spaß beiseite. Ich habe eine neue Brand Newsbox gekriegt. Das ist die Brand Newsbox vom Mai. Und ja, der Postbote hat sie gerade gebracht. Und ich habe gedacht, ich mache gleich das Unboxing, weil ich ja immer neugierig bin, was da drin ist, ne? Also, eben hat es noch ein bisschen geklödert. Da habe ich ein bisschen Angst gekriegt. Nicht, dass da irgendwas kaputt ist. Aber das ist auch eine schwere Box, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, da ist wieder so ein Fläschchen Sekt dabei. Fläschchen Sekt oder sonstiges, ne? Wenn euch die Brand Newsbox interessiert, ne? Dann schaut doch mal in die Infobox. Da ist wahrscheinlich ein Link drin, wie ihr auf die Seite kommt. Ich bin noch nicht im Partnerprogramm bei denen oder so. Das ist mir dann, da bin ich noch nicht zugekommen. Also ein Code gibt es da nicht besonders. Aber die Box ist auch relativ günstig. Wenn ihr da zum Beispiel den Newsletter abonniert, bekommt ihr 5 Euro. Und dann kostet die Box, ich glaube, 12,99 €. Und wenn ihr die 5 Euro einsetzt, dann ist sie nur für 7,99 €. Und wir schauen mal, was da so Schönes drin ist, ne? Und los geht's. Brand News. Wir haben ja erstmal das News Magazine wahrscheinlich, ja. Und hier haben wir Feier uns, Brand News Jubelmarathon. Da ist ein Code drauf, der ist individuell. Den zeige ich euch nicht, weil da kann ich bis zu 25.000 Euro gewinnen. Oh mein Gott! Wahrscheinlich habe ich da kein Glück. So, wir haben ganz viel Styropor. Das finde ich immer uncool. Aber wir haben eine Zentes-Marmelade. Die habe ich schon irgendwo schon mal gesehen. Pfirsich-Maracuja. Gut, das ist jetzt die Brand Newsbox. Und ich glaube, die waren nämlich auch in der... wie heißt die Box noch? Habe ich bei Silent Mike gesehen und bei Chris Tamand... wie heißt denn die Box? Die habe ich auch gehabt. Degusta-Box. Meine Güte, ich kam da gerade nicht drauf. Hier haben wir die leckere Zentes-Marmelade. Ne? Kann man sehen. Lecker Zentes-Marmelade. Pfirsich-Maracuja. Neu. Das Neu bezieht sich wahrscheinlich auf den Fruchtgehalt, weil der hier richtig fett drauf ist. Ne? 75% Fruchtgehalt. Zentes-Maracuja. Mit Sorgfalt geerntet steht hier noch drauf. Ne? Und lecker, lecker. Ne? Chris Tamand freut sich ja immer, wenn da irgendwo Veggie draufsteht. Steht hier nicht drauf. Wahrscheinlich ist da ein Tierprodukt drin, wenn es nicht sogar Bienenwachs ist. Ich habe mal gehört, in Marmelade ist teilweise auch irgendwie so Bienenwachs oder ein Bienennebenerzeugnis oder sowas. Dann ist es ja nicht mehr vegan. Ne? Gelatine. Gelatine ist da nämlich drin, damit das auch ein bisschen... Glaube ich doch zumindest. Ich bin jetzt nicht... Glaubt mir nicht, ich erzähle euch jetzt Blödsinn. Nämlich, da ist nämlich keine Gelatine drin. Da ist, glaube ich, Fruchtgehalt für sich, Zitronenkonzentrat ohne Zusatzstoffe, Sorgfaltteile. Also man könnte schon fast sagen, nee, es ist bestimmt schon fast Veggie. So, ich will das ganze Styropor da nicht rausholen. Oha, ist das denn für ein cooles Ding? Emmas Töchter, prickelnde Ernte, aromatisierter, weinhaltiger Cocktail. Und das ist die Geschmacksrichtung Birke, Nelke, Basilikum. Kann man das hier so sehen? Ich zoome. I'm zooming. So, hier kann man es sehen. Das ist die leckere Birke, Nelke, Basilikum. Das ist ein weinhaltiger Cocktail. Es ist gerade 11 Uhr morgens, deswegen werde ich das nicht probieren. Aber sieht ganz gut aus, ne? Geschmacksrichtung Birne, Nelke und Basilikum. Ja, klingt doch schon mal gar nicht so übel, finde ich. Ne? Ja, wenn wir zoomen... Oh nein, ich wollte gerade sagen, schon wieder Cup-Nudeln noch. Ich mag ja Cup-Nudeln. Hier nochmal Knorr Asia. Ich pack das mal ein bisschen zur Seite. Hier haben wir Knorr Asia Komchai-Gai-Nudeln. Oh Gott, Komchai-Gai-Nudeln noch. Ha! Gai! Das sind getrocknete Nudeln, da macht ihr Wasser dazu und dann habt ihr ein leckeres Gericht. Ne? Deckel öffnen, bis zum Rand ein, also bis zur Markierung ein und ein, 3 Minuten warten. Dann habt ihr hier leckere Tom-Kha-Gai-Nudeln. Ha! Gai! Tom-Kha-Gai-Nudeln? So, hier ist nochmal eine Flasche. Hier ist noch dieses blöde, kann man das sehen? Ja, hier, das blöde Verpackungszeug. Deswegen muss ich das mal ein bisschen weiter aufmachen, weil ich will mir hier nicht wieder den ganzen Boden vollsauen. Meine Katzen stehen an mich tierisch drauf. Was habe ich hier? Oh! Paulaner Weißbier mit Zitrone, naturtrüb, 100% natürliche Zutaten. Also man könnte fast sagen, es ist vegan. Obwohl Tiere ja auch natürlich sind. Ne?
So, haben wir hier, hat das eine herrliche Erfrischung. Weder zu süß noch zu herb, dabei vollkommen natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Das Paulaner, da, 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 da. Da ist es. Ja, das zeige ich jetzt nochmal so. Wie gesagt, jetzt zum Probieren eher schlecht halt. Ohohoho. Ich sehe noch ganz viele geile Sachen. Die wollte ich eigentlich gar nicht sehen, aber hier haben wir Vana-Schnitten mit Vanille. Hm, das ist anscheinend eine neue Sorte. Vana-Schnitten mit Vanille. Ich kann das so gut sehen, ja, ne? Vana-Schnitten mit Vanille. Das sind so Waffeln, Waffelschnitten. Finde ich sehr gut. Also ich meine mal, das, was die eine Box falsch gemacht hat, machen sie ganz richtig. Hier haben wir nochmal die klassische Version mit Haselnuss. Ne? Die nennt man dann auch Napoleoner-Schnitten. Finde ich auch sehr nice. Also kann man machen, kann man mal reinlegen. So, dann mache ich gleich weiter. Und zwar haben wir hier was Veganes. Da freut sich der Chris Tainment, wenn ich das mal in die Kamera halte. Und zwar ist das von Vegans, ne? Inka Goji Himbeere. Ne? Da hat er ja eigentlich schon recht. Ne? So, können ja überall vegan draufschreiben. Was soll denn da auch schon tierisches drin sein? Hier steht Rohkostriegel, glutenfrei, ne? Bio ist er auch noch. Also das ist ja mal ein Hammerriegel. Wa? Also das muss ich mal sagen. Das ist ein Hammerriegel. So, warte, ich muss mal hier so den... Das ist doch ein Hammerriegel. Also hier Goji-Beere, was weiß ich nicht, schießt mich tot. Ne, der hat auch ein paar Kalorien, hat er auch. Was hat er dann? 392 Kalorien pro 100 Gramm. Und wie viel sind da drin? 30 Gramm. Also könnt ihr problemlos futtern. Füttern wie beim Müttern, du. Ah, hier haben wir noch so einen. Hier haben wir noch einen mit Inka Goji. Es ist einmal noch derselbe. Wir haben noch mal zweimal diesen Goji... Schmoji Rohkostriegel. Soll ich den jetzt probieren? Ich weiß es nicht. Oh ja, das ist immer gut. Rein pflanzlich. So, passt auf. Ich zoome nochmal kurz zurück, bevor ich wieder ranzoome. Und zwar haben wir hier Knorr Gemüsebrühe. Ne? Rein pflanzlich bio-vegan. Das sagt ja schon der Name, Gemüsebrühe. Ne? Das wäre ja keine Gemüsebrühe, wenn da Fleischbällchen oder sowas drin wäre. Ne? Da hat Chris Tainment schon irgendwie recht, das muss ich schon mal sagen. So, hier, ich zeige euch das mal. Hier ist die leckere Gemüsebrühe. Da sieht man so schön bio-vegan, ne? Alles dabei, was das Herz begehrt. Ich glaube, Knorr hat ja mal eigentlich einen schlechten Ruf, was das Gesundheitliche betrifft, ne? Aber hier steht ohne Geschmacksverstärker, ne? Also ohne geschmacksverstärkende Zusätze, ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe, glutenfrei. Und das Ganze ist noch über ein Jahr haltbar. Also das Ganze ist über ein Jahr haltbar. Und leckere Gemüsebrühe, finde ich, geht auch immer. Kann man machen, finde ich ganz nice. So, oha. Jetzt habe ich wieder rausgezoomt, aber das muss ich gleich wieder ranzoomen, denn wir haben hier Oreo Crispy and Thin, also ganz dünne Crispy Oreos. Da habe ich ja richtig Bock drauf, das muss ich sagen. Ne? So, hier sind die Crispy Thin Oreos und die werde ich jetzt probieren. Die werde ich jetzt probieren. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Ich liebe Oreo-Kekse. Ne? Deswegen aufreißen den Scheiß. Ah, die sind auch nur einzeln verpackt. Es sind zwei Packungen drin. Bin mal gespannt, was die kosten. Ich denke mal, ups, knister, knister. Die werden so um die 2 Euro kosten, obwohl sie viel kleiner und viel dünner sind. Ey, die bröckeln schon auseinander. Mm. Mm. Oh, Oreo. Hier ist der Oreo. Mm. Machen die geil. So, Show ist vorbei. Ich muss jetzt mit dem Essen alleine sein. Hier. So. Ich habe meine Flasche. Entschuldigung. Muss da jetzt mal sein mit den Oreo-Keksen. Wir haben hier feine Essige. Hengstenberg. Condimento Balsamico Bianco Erdbeere. Das ist ein Essig, und zwar ein Essig mit Balsamico und Erdbeere. Wie lange ist der haltbar? Steht hier nicht drauf. Ist ein bisschen eingestaubt. Kann man das so sehen? Ist ein bisschen sehr eingestaubt. So kann man das so sehen. Hier, leckerer Balsamico Essig. Das ist mir Essig mit dem Balsamico. Ist der auch vegan? Wahrscheinlich schon. Weiß man nicht. Bin ich drauf. So,
Ach, noch was zum Schnabulieren dabei. Und zwar haben wir noch Schoketten. Haben wir nochmal hier sommerliche Schokolade. Heute bei mir zum Glück nicht so warm, aber man weiß ja nicht. Er ist die Sorte des Jahres und er heißt Knuspermais. Das ist die Sorte des Jahres. Und warum die so zugestaubt sind, das liegt wahrscheinlich an diesem... Warum liegt denn hier Stroh? Warum hast du eine Maske auf? Den Rest könnt ihr euch googeln. Das könnt ihr euch mal googeln, wenn ihr über 18 seid, bitte. Ich will euch nicht zu verführen, irgendwas zu gucken, was ihr nicht gucken solltet. Aber wenn ihr über 18 seid, dann googelt das mal, wenn ihr es nicht kennt. So, das sei so gesagt. So haben die Schoketten. So, für 12,99 finde ich ein guter Preis. Was haben wir hier Schönes? Nehmen wir die Produktkarte. Wir haben die Schoketten, die kosten 99 Cent und das stimmt auch, da bezahle ich auch immer. So, Entschuldigung. So, wir haben einmal den Balsamico. Den Balsamico Öl Essig Kram mit feiner Balsamico Note mit Erdbeeren kostet 1,99. Ist seit April 2016 auf dem Markt. Dann haben wir die schöne Gemüsebrühe hier. Die haben wir seit Januar 2017, scheint die neu zu sein. Hier steht nochmal extra vegan drauf. Also hier ist nochmal so eine Kuh mit vegan. Also Kuh durchgestrichen, dass es vegan ist. Ne? Auch mal ganz nice. Knorr Gemüsebrühe, 1,99. Finde ich, geht auch klar. Dann haben wir noch die Manna-Schnitten-Tafeln. Wo sind die? Hier, die kosten, zwei Stück kosten 1,79. Ne, zweimal 79 Cent. Meine Güte, was ist denn heute los mit mir? Die leckeren Mannerschnitten, zweimal 79 Cent sind Magna Cum Laude 1,78. Boah. Dann haben wir hier die veganen Knusperriegel, zweimal. Kosten 1,29 pro Stück für 30 Gramm Riegel. Mein Gut, dass ich das Gemüse, das Fleisch mein Gemüse ist. Das muss man nur so sagen. So, Emmas Töchter, das ist das hier, das ist dieser weinhaltige Cocktail, Ready to Drink. Das ist ein Tipp, jetzt nachkaufen im Brand New Shop mit Alkohol. Da gab es zwei Sorten. Ich habe hier Birne, Basilikum und dann gab es noch Himbeer, Brombeer und Vanille. Ich sag mal, der hier ist schon schöner. Mit dem Deckel hier kann man es auch mal probieren und nochmal kurz in den Kühlschrank stellen, wenn man mag. So. So. Dann haben wir die Oreo-Kekse. Die kosten 1,29. Ne, für, wie viel Gramm sind denn da drin? 100 Gramm, 96 Gramm. Ja, ist okay. Sind halt Oreo-Kekse. Ne? Da kann man nichts zu sagen, finde ich. Ist okay. Dann haben wir hier das Lux Mate. Komisch. Also zum Beispiel dieses Bier. Das ist hier gar nicht auf. Doch, das ist doch aufgeführt hier. Gab es ein Oder-Produkt. Produkt. Es hätte entweder eine Limonade geben können, und zwar Gary's Orangenlimonade, 1 Liter für 99 Cent oder dieses Paulaner Bier für 77 Cent. Ich persönlich hätte mich natürlich über die Brause mehr gefreut, die hätte ich nämlich auch gleich trinken und probieren können, aber man kann ja nicht alles haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, man kann nicht alles haben, ist nicht so schlimm. So, dann haben wir noch die Asia Cups hier. Geil! 1,29. 1,39, Entschuldigung. Also heute bin ich auch gut drauf, du. Und die Marmelade. Was kostet die Marmelade? 1,89 €. Und es gibt seit April 2017 mit 75% Fruchtaufstrich höchstwahrscheinlich vegan, obwohl es hier nicht steht. Empfehlen Sie dir lecker mit Joghurt oder Quark zu essen. Ja, das hört sich doch gut an. Ich würde mal sagen, die Box hat sich auf jeden Fall gelohnt. Denn wenn ich das mal so überschneide... 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, also 15, 16, 17. Also ihr habt das Geld auf jeden Fall wieder raus. Ne? Ihr habt Produkte kennengelernt, die ihr eigentlich so wahrscheinlich gar nicht probieren würdet, wie zum Beispiel diesen Weincocktail. Ihr bekommt natürlich wie immer das Brand News Magazin dazu, da sind auch schöne Sachen drin. Ich glaube, da kann man immer noch Produkttester werden für bestimmte Sachen. Hier gibt es zum Beispiel noch einen leckeren Kuchen, den ihr machen könnt. Hier Genuss-Brownies zum Beispiel, ein Rezept dafür.
aus Irland Creme Calanta Trüffel, irgendwas, rote Beete essen. Also richtig viele coole Rezepte drin, die ihr unter anderem auch mit dem Zeug machen könnt. Den Code zeige ich euch nicht, weil ich glaube, der ist individualisiert. Das sieht zumindest so aus, als wenn das extra drauf gedruckt ist. Ansonsten verabschiede ich mich und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat und ihr mir ein Abo da lasst. Das kostet euch nichts und supportet mich ein bisschen und ihr verpasst kein Unboxing mehr von mir und auch andere Sachen, die ich so cool gemacht habe. Und ansonsten kann ich nur noch sagen, auf Wiedersehen, gern geschehen, bis zum nächsten Mal. Schaut nochmal die Endcard vorbei.